Immer, liebe Schwestern und Brüder, wenn dieses Evangelium gelesen wird, wenn wir es hören aus dem Mund Jesu, ist der Prediger in der Gefahr, sozusagen die Unmoral zu verkünden. Denn dieser Knilch hier, was der sich zu Schulden kommen lässt, ist nicht gerade das, was auch bis heute die Kirche unter Moral versteht. Aber vielleicht schaffen wir es heute einmal, davon abzusehen, ohne vom Evangelium abzusehen. Denn es ist sehr interessant, wie die Christen seit 2000 Jahren um das Verständnis dieser Stelle ringen. Und eine der ältesten Auslegungen, so berichtet der große Hieronymus in einem Brief, stammt aus dem 2. Jahrhundert, in dem nämlich dort einer der Ausleger sagt: Das, was hier von dem ungerechten Verwalter berichtet wird, ist nichts anderes als die Abbildung der Lebensgeschichte des heiligen Paulus. Das ist eine spannende Auslegung. Auf die Idee muss man erst einmal kommen. Aber wenn man dann näher hinschaut, dann ist das gar nicht so konstruiert, wie das auf den ersten Blick den Anschein hat. Die modernen Ausleger, die zwar diese Auslegung kennen, sagen, naja, das ist ein Beispiel dafür, dass die Geschichte so unangenehm ist, dass man schnell so eine fromme Kurve nimmt und den heiligen Paulus herbeizieht. Dieser Ausleger aus dem 2. Jahrhundert sagt, so schreibt es Hieronymus, Paulus hat den lieben Gott zuerst etwas getäuscht mit seinem Pharisäersein. Und dann hat er gemerkt, das geht nicht auf. Also er wird abgesetzt, das kann er nicht mehr länger sein. Was muss er tun, um sozusagen bei den Christen aufgenommen zu werden? Dieses Damaskus-Erlebnis, der große Einschnitt, wie hier der Verwalter, der vor seinem reichen Herrn erscheinen muss. Und dann sagt der Ausleger, schöpft er aus dem Vollen. Deshalb wird er zum Verkündiger der Gnade, der Gratia. Es ist gratis, es ist umsonst, das, was Gott schenkt. Alles, was unser Leben ausmacht. Eigentlich sind wir Schuldner Gott gegenüber. Aber er erlässt uns die Schuld. Setz dich hin und schreib die Hälfte, wie der Verwalter hier. Es ist ein schöner Gedanke und es ist nicht konstruiert. Denn wenn wir in die Sozialgeschichte hineinschauen, die ja nun wieder eine moderne Form der Auslegung ist, dann wird uns der Hintergrund dieses Gleichnisses deutlich und beleuchtet noch einmal ganz neu diese Paulus-Auslegung aus dem 2. Jahrhundert, die dann Hieronymus 100, 150 Jahre später in einem Brief berichtet. Wir haben es mit einem unglaublich reichen Mann zu tun. Das ist das eine. Dessen Vermögen ist irgendwie unerschöpflich. Es gibt den Verwalter, ja, ein gerissenes Kerlchen, wie wir gesehen haben, der weiß sich zu helfen. Und dieser unendlich reiche Mann, der lobt diesen Verwalter. Es ist ja nicht Jesus, der das im Evangelium sagt, sondern wir sind noch in der Gleichnisgeschichte. Dieser unendlich reiche Mann, das gefällt ihm. Naja, auch wenn er tricksig ist dieser Verwalter, aber er weiß sich zu helfen. Die Schuldner wiederum sind auch reiche Leute. Die können ihn, die haben Häuser, sagt der Verwalter, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Also das sind irgendwie nicht so arme Spechte, die irgendwie so mit so ein paar Körnern Weizen in der Hand herum oder so einer kleinen Ölflasche herumlaufen. 100 Fass Öl, nicht gerade wenig, 100 Sack Weizen. Kann man damit alles machen? Es geht nicht einfach hier um Umverteilung, sondern wenn wir, oder sagen wir es so, die Breite, es ist ungeheuer breit, wie man dieses Gleichnis verstehen kann. Und natürlich setzt uns das ein wenig unter Druck. Aber immer wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, denken wir nur an den letzten Sonntag, an diese drei verlorenen, das Schaf, die Drachme und der verlorene Sohn. Immer ist es ein überraschendes Moment. Und immer berichtet Jesus davon, wie Gott ist. Und natürlich ist es eine Zumutung zunächst einmal, sich den lieben Gott als einen reichen, unglaublich reichen Mann vorzustellen, wie das hier im Gleichnis ist, der untreuer Verwalter hat. Aber liebe Schwestern und Brüder, wer die Kirche kennt, wer will sich über dieses Gleichnis wundern? Gott hat allen Reichtum. Er ist die Quelle von allem. Und da gibt es Verwalter. Naja, man muss ja immer bei sich selber anfangen.
Das sind manchmal krumme Gestalten. Allerdings auch viele, die sich dann nicht zu helfen wissen. Die sind also anders als der im Evangelium. Aber sie sollen aus diesem Reichtum etwas machen. Selbst wenn sie nicht ganz geradlinig sind. Sie sollen mit dem, was ihnen anvertraut ist, etwas machen. Sie sollen sich zu helfen wissen. Sie sollen es nicht für sich behalten, sondern sie geben den anderen davon ab. Ist das nicht eine schöne Auslegung, auch wenn sie nur am Rande vermerkt ist, für das heilige Jahr, das wir begehen? Das heilige Jahr der Barmherzigkeit? Dass die frühen Ausleger, die dieses Evangelium hörten, bei aller Zumutung gleich an den heiligen Paulus denken, der sozusagen zum Verkünder der Barmherzigkeit Gottes wird in seinen Gemeinden, der ihnen dann zuruft, ich habe umsonst empfangen, ich habe alles gratis bekommen, von Gott, von Christus. Die Gratia, die Gnade, gratis, das sagt der Name schon. Und er sagt es seinen Gemeinden, umsonst habt ihr empfangen und umsonst sollt ihr geben. Wir haben gerade hier in den Vigilien den 2. Korintherbrief gelesen, wo man die verwundete Stimme des Paulus so sehr hört und sagt, ich bin euch in Korinth nicht zur Last gefallen, ich bin euch nicht auf der Tasche gelegen. Das, was ihr bekommen habt, was ihr jetzt als Christen seid, dass ihr überhaupt über das ewige Leben nachdenken könnt, dass ihr darüber nachdenken könnt, dass euch Schuld vergeben wird. Wie viele Menschen leiden heute darunter? Weil sie den Weg zu Gott nicht finden, weil sie in ihrem eigenen schmutzigen Kram immer neu herumwühlen und weil dann ab und zu vielleicht noch eine Psychologin oder ein Psychiater darin herumstochert und auf dem Sofa ein wenig Abhilfe zu schaffen sucht und trotzdem dreht man sich im Kreis. Man kommt da nicht heraus. Heraus, liebe Schwestern und Brüder, kommt man nur mit der Gnade Gottes. Weil Gott einem sagt, ich weiß, was da schief war. Ich weiß, welcher Dreck sich in einem Leben ansammeln kann, aber ich wasche ihn ab. Gott höchstpersönlich wäscht ihn ab. Er gibt die Gnade, er gibt sie umsonst. Man muss nur hingehen, manchmal noch nicht einmal das. Manchmal muss man nur aufhören, wegzulaufen. Dann findet er einen schon mit seiner Gnade. Weil diese Gnade kann alles. Paulus hat das erlebt. Er spricht an einer Stelle im 2. Korintherbrief von dem Stachel im Fleisch. Wir wissen nicht, was das war. Jedenfalls ist es eine Zumutung für Paulus. Trotz aller Gnade muss er einiges aushalten. Vielleicht in seiner persönlichen Verfasstheit. Wir wissen das nicht. Und oft bittet er Gott, nimm das weg von mir. Dann sozusagen, dann bin ich so ganz frei. Dann will ich ein guter Verwalter sein. Nein, aber auch Paulus hat diese Macke, hat diesen Stachel im Fleisch und er hört den Satz von Christus, meine Gnade genügt dir, das ist genug. Können wir das mitnehmen, liebe Schwestern und Brüder, aus diesem Evangelium von dem trickreichen Verwalter, der sich zu helfen weiß, mit Hilfe des Reichtums seines Herrn und dass dieser Herr sogar an diesem trickreichen, an diesem nicht ganz koscheren, ja, eigentlich unmoralischen Verhalten gefallen findet, weil es um seinen Reichtum geht. Weil er, wenn wir Gott im Hintergrund denken, weil er diesen Reichtum nicht für sich behalten will, sondern weil Gott aus sich herausgeht. Es ist Paulus, der uns das so deutlich macht, wenn er an die Philipper schreibt, er, der unendlich reich war, ist unseretwegen arm geworden. Er hat sich entäußert. Er gibt alles weg von sich, damit wir leben. Wenn wir zum Kreuz blicken, das ist nicht nur ein frommes Gut, das ist nicht ein Kulturgut, das es zu schützen gilt, sondern das ist der Blick auf die geschenkte Gnade Gottes. Christus verblutend am Kreuz. So arm kann Gott werden, damit wir diese Gnade empfangen. Damit wir reingewaschen werden mit all dem Dreck und Schmutz unseres Lebens. Und deshalb macht uns diese Geschichte von dem trickreichen Verwalter froh, wenn wir sie denn annehmen wollen, wenn wir verstehen, die Spur Gottes darin zu entdecken und verstehen lernen, dass wir jede Sekunde, die wir atmen und leben, der Gnade Gottes verdanken.